Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Und wie ihr vielleicht schon seht, sind wir auf dem Profil von German Let's Play. Und ich habe da ja schon vor Ewigkeiten mal ein Level von ihm gespielt, und zwar dieses, wie hieß es? Ja, Last Man Standing. Das habe ich ja schon mal gespielt und dafür hatte ich richtig lang gebraucht. Kam auch sehr gut an und jetzt brauchte ich erstmal ganz lange Pause, aber heute spielen wir ein neues Level und zwar nichts von diesen einfachen hier, weil das ist alles hier automatisch und so, alles viel zu einfach. Nein, wir machen etwas Schweres, was wahrscheinlich schon einige von euch alle gesehen haben bei anderen Leuten, aber ich habe es halt noch nicht gemacht. Und deswegen spielen wir heute, glaube ich, einfach mal Trollheaven. Ich habe da eben einmal kurz reingeguckt, um zu gucken, ob ich es kenne. Und dann ist mir das aufgefallen, dass bei dem Level, also bei dem Thumbnail da, da ja diese Flagge ist. Und wenn die so rot ist, dann bedeutet das, man hat es schon mal geschafft. Und wenn die so weiß ist, man war schon mal drin, aber hat es noch nicht geschafft. Und ja, anscheinend hat Trollheaven 0,37% Abschlussrate. Das geht ja noch, oder? Das geht ja noch. Weltrekord 33 Sekunden. Und wir gehen einfach mal rein und gucken, was passiert. Trollheaven, also Trollhimmel. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Sammle alle 50er Münzen. Vor allem, wenn wir tot sind, kann das schon mal gar nicht schwer sein. Gut, so, ich weiß doch gar nichts von diesem Level. Ich habe auch nie ein Video davon... Okay, das war eigentlich klar. Ich falle gleich auf den ersten Troll drauf rein. Ich habe kein Video dazu gesehen. Oh mein Gott. Ich weiß nur, dass es halt einige andere YouTuber, wie zum Beispiel Kedos, glaube ich, auf jeden Fall schon mal gezeigt haben. Oh, da ist sogar tatsächlich was drin. Okay. Und ich glaube, GLP hat das Level auch schon mal in einem Video gezeigt. Dann wundert mich das aber umso mehr. Hä? Ach, das ist ein G, ne? Ich glaube, das ist ein G. Ja, das sieht wie ein G aus. Okay, also hier hat er sein G reingepackt. Denn, wie man weiß, GLP packt immer GLP, oder früher zumindest, in seinen Namen rein. Oh, ist ab nach rechts. Okay, doch nicht. Oder in seine Level rein. GLP in seinen Namen rein vor allem. Hä, und jetzt? LOL, okay, hier kann man stehen. LOL, da kommt ein Mancher. LOL, ich bin tot. Und das war anscheinend das G. Okay, also den ersten Buchstaben habe ich schon mal gefunden. So, ich bin sehr gespannt, ob ich hier wieder eine Stunde brauche oder ob das diesmal einfach... Nein, kleine Pilz. Oh gut, oder ob das diesmal einfacher ist. Was ist denn hier der Plan? Also ich glaube, das war schon mal richtig. Hier müssen wir auf jeden Fall mit einer Spin-Attack rüber. Dann hier wahrscheinlich... Okay, also der Swamp auf der rechten Seite. Der muss das halt aktivieren. Okay, das hat funktioniert. Oh, LOL. Okay, er aktiviert das auch doppelt. Man muss aber auch schnell genug sein, weil der Mancher kommt da runter. Ich glaube, das ist nicht so cool, wenn der Mancher da runterkommt. Okay, kriegen wir doch hin. So, aber sonst eigentlich ganz einfach. Kann man eigentlich auf diesen Knochen... Come on, danke. Sofort rüber. Okay, ich habe ein Leben verloren, aber ist mir egal. Ich springe einfach rüber. Das scheint richtig gewesen zu sein. Oh mein Gott. Ist da... Oh, ein Yoshi? Der wird garantiert gleich wieder sterben. Aber ich frage mich, ob man auf diesen Knochen... raufgehen kann. Von diesem Knochen trocken, der die da die ganze Zeit geschubst hat. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Tatsache. Guck mal, wie schlau ich bin. Aber ich glaube, das bringt mir nichts. Vielleicht braucht man das für später, das kann ich mir vorstellen. Also so ein bisschen Ahnung von GLPs Leveln habe ich ja schon. Wie die so ungefähr aufgebaut sind. Aber ich kenne dieses Level halt wirklich nicht. Das sieht jetzt aber wirklich so aus, als wenn ich es vielleicht ein bisschen kennen könnte, ne? Ich weiß gar nichts. Müssen wir einfach... Ich weiß nicht. Wir hüpfen einfach mal und hoffen, dass irgendwas passiert. Okay, da ist eine Tür, wo man ein P-Switch braucht. Kann man von Yoshi... Warte. Okay, das war logisch. Okay, jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Alles klärchen. Oh. Junge! Oh, ich will... ich will doch... Wieso ging das eben so gut und jetzt nicht mehr? Ich will den nicht aktivieren, um darüber zu hüpfen. Ich mach das so, weil ich ein cooler Toad bin. So, come on. Alter. Da sammle ich die Tode. Leute, warte. Wir machen das kurz anders. Wir beenden das Level einmal kurz und ich starte einen Bot. Dann könnt ihr nämlich schön mitsehen, wie viele Versuche ich brauche und wie lange ich brauche und überhaupt. Ist bestimmt ganz, ganz interessant. So, eigentlich sollte der jetzt unten links angezeigt werden. Macht er aber gerade nicht. Ach, da ist es. Alles klar. So, jetzt geht's erst richtig los. Wie oft sind wir jetzt schon gestorben? Wahrscheinlich nicht mehr zählbar. Müsst ihr euch dann am Ende dazu rechnen, passt schon. Okay. So, hier auf jeden Fall ganz weit nach rechts und sofort weiter. Ich glaube, hier muss man sowieso ein Leben verlieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, mit einem Spin-Jump kommt man nämlich den zweiten Sprung nicht rüber, wenn ich ehrlich bin. Deswegen glaube ich, muss man da tatsächlich einfach weiter laufen. Hier am Anfang ganz klar so ein Drehsprung. Ganz weit nach rechts und dann aber einfach laufen, laufen. Ja, weil diesen Jump kriegt man hier, glaube ich, nicht hin, wenn man einfach nur einen Spin-Jump macht. Und ich glaube, das hier war auch ganz gut, dass ich die gemacht habe. Aber man kann nicht von Yoshi abspringen mit einem Drehsprung. Das habe ich mich nämlich eben nochmal gefragt. Dann leider so gar kein Plan, wie es hier weitergehen soll. Also ganz offenbar kommt man da ja nicht hoch. Weil da ist überall zu.
Wenn ich jetzt gleich Yoshi wegschmeiße, ist das halt auch nicht geil. Bitte bleib hier. Okay, aber was denn jetzt? Wir können wieder zurückgehen und den Knochen trocken vielleicht aufsaugen. Keine Ahnung. Ich kann hier nichts machen. Yoshi, mach doch irgendwas. Kann man mit Yoshi irgendwas aktivieren? Irgendwas Komisches? Oder muss ich da wirklich um die Ecke mit Yoshi? Dass Yoshi dann quasi im Abgrund landet? Und ich dann da... Nee, okay, tschüss Yoshi. War schön mit dir. Hey, aber was soll ich denn machen? Also da oben kann ich ganz viel aktivieren, aber hier ist ja sonst auch nichts. Okay, ich bin jetzt ultra verwirrt, Leute. Vielleicht sonst noch irgendwas versteckt? Und von Yoshi kann man halt nicht mit einer Drehattacke abspringen, weil sonst hätte ich gedacht, dass man halt mit Yoshi hier ganz weit rüber geht und dann mit einer Drehattacke auf die Thwomps rauf geht. Oder aber wir müssen den On-Off-Button doch noch ein paar Mal häufiger drücken. Das kann auch sein. Da ganz am Anfang bei den Thwomp. Na, ich kann ja nochmal zurücklaufen mit Yoshi. Ich glaube, ich kann hier zumindest noch nichts machen. Aber mit Yoshi kann man ja auf dem ganzen Zeug stehen. So. Ich bin gespannt, ob gleich der Mancha nochmal runterkommt. Sollte er ja eigentlich. So, jetzt ist das Ding einmal zumindest nochmal gedrückt. Und wir können auch auf den Mancha rauf. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Was bringt mir das, dass dieser On-Off-Button denn jetzt... Oh. Aber vielleicht irgendwie so, dass man... Irgendwo weiter vorne Yoshi nochmal braucht? Irgendwo hier? Kann ja sein, dass man auf das G mit Yoshi rauf muss, wisst ihr? Und dass man dann mit Yoshi weiter oben irgendwas machen kann. Wenn ich hier mit Yoshi bin und dann mit Yoshi hochhüpfe, dann kann doch irgendwas Geiles passieren vielleicht. Oh. So meine Idee. Dann brauche ich irgendwie nämlich... Ich brauche irgendwo ein P-Switch her. Ach, come on, ey, dieser verdammte Block, ich will ihn aber nicht aktivieren. Ach man, dann aktiviere ich ihn halt da, aktiviert, dann hüpfe ich da erst rüber, von mir aus. Boah. Da hat er mich gemunchblockt. Gemunchblockt hat er mich. Och. Okay. So, wir haben wieder den Yoshi. Jetzt zurück, immer weiter zurück. In der Hoffnung, dass das nicht nochmal drückt. Ich glaube, das ist richtig, wenn man ihn hier ganz vorne hat. So, jetzt aktivieren wir nochmal das geht. Sind wir mit Yoshi zumindest hier vorne, nicht wahr? Also bin ich hier mit Yoshi. Gibt's hier irgendwas? Nö. Ja, hä? Was ist denn dann der Plan hier? Vielleicht bei dem Ding und dann hoch? Auch nicht. Kann Yoshi die Dinger... Okay, der kann die einsaugen und wieder ausspucken. Kann Yoshi auch darauf? Nee, dann... Yoshi! Dann wird er getroffen und läuft weg. Aha. Ich glaube immer noch, dass ich hier irgendwie Yoshi brauche, aber für was? Dieser doofe Pilz, ey, dieser blöde Block. Als ob ich nicht hüpfen darf. Och, come on, ey. Oh. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, ich muss groß bleiben nach dem Mancha. Da darf ich nicht getroffen werden. Und später... Bei diesen... Hier muss ich... Genau, hier muss ich dann so eine... Nee, das geht ja aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich den zweiten Jump schaffe, wenn ich da eine Spin-Attack mache, oder? Aber wenn ich groß bin, könnte ich halt bei den Manchas nach dem Yoshi-Part... Könnte ich mich da einmal treffen lassen von so einem Thwomp und dann weiterhüpfen. Okay, egal. Wir probieren es einmal aus, ob ich hier überhaupt mit einem Spin-Jump rüberkomme. Ja, das geht! Ah, okay, dann muss ich hier groß sein. Und wenn ich hier dann als großer Toad bin, dann kann ich halt hier einmal rüberhüpfen, dann hier runterhüpfen, dann auf den rauf und dann auf die Schlange rüber. Also da lasse ich mich dann einmal treffen und dann muss ich auf die Schlange rüber. Okay, habe ich verstanden. Ist also... Ach komm schon jetzt! Dieses G am Anfang trollt mich halt schon voll. Mann. Hilfe. Ist also auch irgendwie ein Rätsel-Level. Komm schon, ey. Schafft man denn diesen Jump hier eigentlich? Von dem blauen da unten und dann das Spin-Attack da hoch. Gleich auf den Thwomp. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vielleicht, wenn man ganz schnell ist. Also, man muss da dann auf jeden Fall noch Speed haben, damit das geht. Ja, gespannt. So, also so. Speed mit... Nee, das geht nicht. Also, man muss da wirklich richtig viel Speed haben, damit das überhaupt funktioniert. Okay, warte. Ich habe eine Idee. Nehmen den Pilz mit. Jumpen darüber. Fallen in den Abgrund. Nehmen auch den nochmal mit. Einfach nur, damit ihr gesehen habt, ja, da ist ein Dings, so ein Kaiserblock. Nicht, dass ihr denselben Fehler macht wie ich, Leute. Ich bin ja nur hier, um euch zu zeigen, wie man es nicht macht. Mann, ey, dieser blöde... So, also man nehme den Pilz mit. Ohne zu sterben.
Dann hüpft man hier rüber. Darüber. Darüber. Ganz weit nach rechts. Oh komm, du blöder Thwomp. Ich hasse diesen Block. Ich hasse ihn. Warum ist er da? So, easy. Pilz holen. Rüber. Rüber. Ganz weit nach rechts, dass der den aktiviert. Dann nach links. So, jetzt ist der Mancha nämlich schon mal da. Okay, komme ich denn über den Mancha rüber? Wenn ich jetzt ganz viel Anschwung nehme und eine... Nee, nicht mal mit Anschwung geht das. Du kommst mit Anschwung mit einer Drehattacke nicht so hoch, dass du da oben hinkommst. Okay. Heißt, man muss da schneller sein als der Mancha, der von oben kommt. Wie soll das denn gehen, bitte? Wie soll ich hier eine Drehattacke auf den Thwomp machen, bevor der Mancha runterkommt und mich trifft? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich hier als großer fucking Toad hinkommen? Okay, Leute, ich habe noch eine Idee. Ich behalte den Pilz erstmal hier vorne und dann gehe ich... Und dann komme ich gleich einfach mit dem Yoshi zurück. Und dann komme ich hier gleich mit dem Yoshi zurück, weil... Ja, doch, ich glaube, das funktioniert so besser. Wenn man da noch klein ist, dann kommt man, glaube ich, unter diesem Mancha ganz gut durch. Oh Mann, als ob ich jetzt schon 43 Tode habe. Ich liebe dieses Level, ich liebe es. Jetzt bin ich immer in diesen fucking blauen Dinger da gefangen und kann nicht richtig weiterhüpfen. Weil Toad sich denkt, oh ja, blaue Steine. Oh, die sehen ja genauso aus wie ich. Da gehe ich einfach mal rein. Ey, ich bin immer in diesen Stein drin. Er hüpft dann nicht richtig. Er hat seinen Fuß da so eingeklemmt oder so. Was weiß ich, was Toad da macht. Danke. Okay, okay. So, alles cool. Jetzt gehen wir hier rüber. Gehen da rüber. Natürlich langt es nicht. Warum langt es denn diesmal nicht? Man muss mit Schwung rüber, ist schon klar. Okay, wer es einmal schafft, schafft es auch ein zweites Mal. So, jetzt holen wir uns den Yoshi, aktivieren da oben trotzdem alles. Ich glaube, das ist für später noch wichtig. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch. Alrighty. So, jetzt gehen wir mit Yoshi wieder zurück. Na, komm on, ey! Yoshi, du bist größer als diese blöde Pflanze und du bist ein Dinosaurier. Lass dich doch nicht so einnullen. Okay, aber das hier funktioniert schon mal ganz gut als Kleiner. Jetzt holen wir uns den Pilz wieder. Oder auch nicht. So, muss lang. Rüber, rüber. Warten. Denn Yoshi kann ja darauf stehen. So, warte, wir aktivieren das einmal. Sonst macht der das nämlich. Komm, aktivier dich. Danke. Und nochmal. Meint ihr? Komm, der aktiviert das ja wohl, wenn ich hier runterhüpfe. Danke. So, jetzt gehen wir hier einmal ganz rüber. Das Blöde ist halt, ich muss gleich nochmal rüber, ne? Mit dem Pilz dann. Oh, ich glaube, das wird nichts. Okay, aber wir können ja auf allem draufstehen. Das ist... Mann! Als ob er genau dann da rumschmeißt. Das kann aber auch nicht der Plan sein, oder? Dass man hin und zurück geht. Ich glaube, ich mache mir das hier schwerer, als es sein müsste. Okay, komm, wir nehmen gleich den Pilz mit. Das wird jetzt aber schwerer, da dem Mancha halt auszuweichen. Lol, oder auch nicht. Alles klar, es ist so einfach. Man kommt hier richtig gut als großer Yoshi, als großer Toad durch. So, und jetzt ist der Plan. Yoshi töten. Tschüss, Yoshi. Hier rüber, da rüber, auf die Schlange und mit der Schlange irgendwo hinfahren. Jetzt ist alles neu. Wieso ist die so schnell? Schlange, bleib hier. Schlange. Okay, da oben ist eine 50er. Okay, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist nämlich unser Ziel, Leute. Nicht, dass wir uns am Ende... Oh mein Gott. Eine 50er. Not, Dings fehlt. Oh Gott, okay. Ich glaube, hier brauchen wir den Schwung. Okay, nein, nicht so weit. Ah, und der läuft einfach runter. Warum springst du nicht? Alles klar, verkackt. Aber dich nehme ich noch mit in den Tod, blöd Yoshi. Leute, habt ihr gesehen? Da war noch ein... Warte. Der war doch weiter unten als die anderen, oder? Den ich da gerade getroffen habe. Wait, what? Kann man hier abkürzen? Okay, ist mir egal. Auf jeden Fall muss Yoshi dafür sterben. So, auf geht's. Yoshi, wir schaffen das, Yoshi, zusammen. Okay, wieder dieser Kackpart hier. Rüber, ganz doll rüber, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Da ist eine, hier ist die zweite 50er, jetzt können wir ins Ziel. Die 10er will ich nicht, ich brauche die nämlich nicht. Es gibt noch zwei, hier ist ein P-Switch. Es gibt noch zwei Schlüsselteile, wofür auch immer die sind. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ah, okay. Wir müssen... Okay, den müssen wir, glaube ich, mitnehmen. Aber wo runter? Shit, ich habe mir nicht gemerkt, wo runter. Wahrscheinlich bei der Maske und dann ist man schon im Ziel. Wir müssen jetzt einfach nur... Nee, warte, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch... zwei Schlüsselteile, sonst kommen wir nicht in die Tür rein. Da ist das L auf jeden Fall. Von GLP. Fehlt das P noch. Und da rechts war die Maske. Ich meine, wir können uns jetzt hier unten hinstellen. Das haben wir uns freigeschalten.
Warum auch immer. Wir können auf die Maske rauf mit den Dingern hier, wenn wir den... Warte, wir aktivieren jetzt mal den P-Switch. Warten auf so ein Teil hier. Und gehen damit einmal auf die Maske rauf. Da sind sie, da sind sie. Okay, wir warten. Ah! Okay, dann muss man da noch genau in der Mitte landen. Man muss mit dem P-Switch über die Maske rüber, dann die beiden Schlüsselteile mitnehmen und in der Mitte von den beiden Typen da landen. Und dann hat man's. Klapp. Klapp. Die 50er Münze ist sehr wichtig, die 10er Münze ist nicht wichtig. Deswegen lassen wir sie da, ist ja egal. So, jetzt haben wir es ja eigentlich schon geschafft. So, wir aktivieren den, gehen hier rüber, warten, dass so ein Kugelwilli kommt, gehen mit dem hier rüber. Und jetzt müssen wir einfach nur die beiden Münzen mitnehmen, genau in der Mitte landen. Oh mein Gott. Okay, ein bisschen weiter rechts, als ich dachte. Also, bei der rechten Münze nach unten, straight nach unten und hoffen, dass man dann nicht ein Pixel zu weit rechts oder links ist. Oh Mann, ey, das ist ein assiger Jump da am Ende. Wäre der nicht da, dann ist das Level, glaube ich, gar nicht so schwer. Wenn danach ein Ziel ist, aber ich denke mal schon. Ich meine, ein Typ hat es in 34 Sekunden geschafft. Fühlt sich nach 34 Sekunden an, so wie ich das jetzt gerade mache. Also, dass man das in der Zeit schaffen könnte. Nein, mein P-Switch! Als ob ich ihn runtergeschmissen habe. Egal, Leute. Nee, ist nicht egal, wir brauchen den. Wo ist er hin? Einfach in den Abgrund geschmissen. Ohne Witz, bis hierhin ist das richtig einfach. So, jetzt nicht wegschmeißen. Liegen lassen. Raufgehen. Warten. Warten. Rüberhüpfen. Rüberhüpfen. Und jetzt bei der rechten Münze. Zu weit rechts, zu weit rechts. Oh Mann, dieser letzte Sprung, der wird, glaube ich, noch ein paar Tode kosten. In der Luft sich positionieren ist schon ein bisschen blöd. Frag mal den Baumgartner, der weiß das auch. Wenn man einmal in der Luft strauchelt, dann ist das nicht cool. Nein, nicht genug Schwung gehabt. Okay, ich spring doch lieber auf den ersten Thwomp. Dann habe ich nämlich auf jeden Fall genug Schwung. Ja, das ist auf jeden Fall besser, wenn man auf den ersten Thwomp raufgeht. Aber der Rest ist wirklich Pipifax irgendwie. Wenn man einmal raus hat, was man machen muss, also den Rätselteil dieses Levels gelöst hat, dann ist es wirklich ultra einfach. Aber auch nice zu spielen, muss ich sagen. Also das muss in den GMP wirklich lassen. Level bauen kann er gut. So, come on. Man hatte ja eigentlich recht viel Zeit. Das ist auch ein bisschen assig, dass man halt nicht weiß, wo man ist. Oh, es hat funktioniert! Als ob! Oh, ich dachte, das wäre zu weit rechts, aber es hat funktioniert. Falsch? Nee, richtig. Ich dachte gerade schon. Warum kommt da so ein Düdüt? Und wir haben beide 50er Münzen. Das ging ja sogar. Naja, 68 Tode. 30 Minuten haben wir ungefähr gebraucht dafür. Aber das war sehr viel angenehmer. Der hat das 20 Sekunden schneller geschafft. Ich habe mich jetzt schon richtig schnell gefühlt, Leute. Wie hat er das denn gemacht? Der muss ja durchgewascht sein wie sonst was. Holy moly. Aber das ist wahrscheinlich, nachdem er die 50er Münze in der Luft sich geholt hat, ist er wahrscheinlich einfach von der 50er Münze, von der Schlangenplattform nach rechts rüber gelaufen. Ich glaube, das spart auch sehr viel Zeit, ja. Das kann man machen. Ja, nice. Also das Level rein spielerisch sehr cool. Am Anfang ein bisschen Rätsel-Action und dann, sobald man die Rätsel-Sachen gecheckt hat, dann ist es halt wirklich nur noch so schnell wie möglich da durchwaschen. Aber hat Spaß gemacht. Cooles Level. Dass das so eine kleine Abschlussrate hat, finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Obwohl, nee, ich bin ja auch 68 Mal gestorben. Ey, cool, der Bot hat sich verbessert. Da steht jetzt sogar, wie lange man gebraucht hat. Das gab's früher noch nicht, Leute. Früher war das nicht so. Ja, sehr schönes Level. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Auf jeden Fall hat mir das Level Spaß gemacht. Und als nächstes kommt dann eines der anderen. Wir haben hier noch Your Next Nightmare, Fair and Easy und Lava is Coming. Ja, und die anderen wollt ihr, glaube ich, nicht sehen, oder? Evil Gumbaslide und Sliding into Heaven. Das sind halt so, ja, die sind automatisch. Easy Slide Fun. Musste halt nichts machen. Die sehen einfach nur cool aus. Aber spielerisch finde ich die nicht so gut. Auch wenn sie natürlich mehr Herzen bekommen haben als jetzt diese schweren Level. Aber ja, so ist das dann. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpasst wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.